Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Ich habe ja neu schon mal ein paar Packs geöffnet und heute gibt es hier so einige Special Packs. Deswegen habe ich mir gerade FIFA Points aufgeladen. Mit dabei im Call ist der Anton. Wie geht's? Hallöchen, gut, gut. Genau, wir chillen einfach so ein bisschen hier nebenbei und wir öffnen jetzt einfach mal diese Packs nacheinander. Die 12,5k, 15k und 25k Packs. Ich zeige euch mal ganz kurz mein aktuelles Team. Ich habe noch 182.000 Münzen, eine unglaubliche Bilanz von 2-2-2, meine Freunde. Und genau, das hier ist mein aktuelles Team und da kann man natürlich noch ordentlich was machen. Ich hoffe zum Beispiel, dass ich mir Van Dijk wirklich holen kann und noch einen richtigen geilen Keeper, wobei der heißt ja schon Keeper. Also Anton, so was sollten wir denn mindestens ziehen? Messi, ohne Messi sind wir enttäuscht, oder? Messi diskarden wir, Digga. Messi diskarden wir? So wenig Weltfußballer geworden. Ja, hast eigentlich recht. Eigentlich hat es auch Van Dijk verdient, oder? Die Diskussion wollen wir jetzt lieber nicht anfangen. Okay, sorry. Okay. So, also machen wir das erste Pack auf. Ersten Packs sind immer gut, Freunde. Man kennt die Regel, weil man will ja angefixt werden, damit die so einem das Gefühl geben, jetzt läuft der Hase. Hier siehst du direkt, Wants to Watch, zack, easy XP. Spaß. Oder? Ist es sogar Wants to Watch? Nein. Im ersten Pack? Sigurdsson, oder? Ja, okay. Ja, Sigurdsson. Ey, ist gar kein schlechtes Pack. Okay, die ganzen Packs haben diese Animation. Okay, ich wusste ich wieder nicht, Freunde. Man kennt ihn. Übrigens habe ich hier eine rote Stelle, weil ich geschlagen wurde von Sonny. Ich kann nicht drüber reden. So, okay. Okay, war... ja, gut, hab ich gesagt. Ich mache auf jeden Fall folgendermaßen. Ich mache den auf die Transferliste und den Rest tue ich für SBCs in den Verein. Das sind die beiden, die ich schon doppelt habe. Die werden natürlich discarded. Haut rein, Jungs. So, zweites Pack ist ein Nasenpack. Direkt am Anfang. Man muss da direkt alle Trümpfe ziehen, die man hat, Freunde. So, jetzt baller mal einen raus hier. Okay, kein Walkout, aber geht durch. Kappa geht nicht durch. Alles klar, perfekt. Arnautovic, hey, Mister, ich kann mich immer gut benehmen. Wobei die Karte, ey, guck mal, die Karte ist gar nicht so schlecht, Digga, ich mein's ernst. Ja. Die Karte ist, wie so eine gebrechliche Oma. Okay, die Karte ist nicht so schlecht. Scoops chillt hinter mir, er denkt sich wahrscheinlich, Marcel, was machst du da? Ich weiß es auch nicht. Arnautovic tue ich mal auf die Transferliste, den auch, und der Rest wird fachmännisch weggehauen. So, ich hatte gerade so einen richtigen Reflex, einfach dieses Video aufzunehmen, weil in diesem Pack nämlich jetzt ein unglaublich guter Spieler sein wird. Und zwar ist es kein Walkout, schade. Mittlerweile bin ich ja schon Experte, warum man das erkennt, Anton. Kannst stolz auf mich sein. Ich weiß, in dem einen Licht. Verdammt, ich weiß, du bist als einziger Mensch der Welt. Okay, alles so. Mach mein Pack auf und geh aus dem Zimmer, okay? Aus dem Zimmer ganz rausgehen. Mhm. Okay, ich höre dich aber noch. Mach's jetzt auf und geh raus, schnell raus. Okay, ist schon mal ein seltener Spieler. Sieht man eine schwarze Umrandung? Aha. Brasilien! Oh! Ah, okay. Kann man sich... ich hab so viel Stein im Hals, Digga. Oh, Inform, Marcel. Inform? Ist nicht schlecht. Wenn ich rausgehe, ziehe ich also ein Inform. Gut zu wissen. Carlos Eduardo. Amunasikerem. Okay, nice. Ich würde sagen, ist wahrscheinlich ein typischer, weil ich guck mal direkt hier. Der Spieler ist immerhin 10k wert, also wird er sowas von discarded. Okay, perfekt. Ich mache Sonnenbrillenpack. Aua, ich habe mir den Finger eingeklemmt. Das ist ein gutes Zeichen. So, Sonnenbrille auf. Und Pack mit dem Kinn. Okay. Das ist eigentlich safe ein Walkout. Kein Walkout. Geht nicht durch. Danke dafür. Sonnenbrille wird direkt wieder abgesetzt. Musacchio. Nee, was heißt, wie heißt der? Musacchio. Musacchio? 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 Musacchio. Oh, jetzt kommt das beste Pack. Pass mal auf. Mein Dog Tag mit dem Dog Tag aufgemacht. So. Dog Tag Pack. Ronaldo im ersten Dog Tag Pack. Ist ein Zungenbrecher der Welt. Kein Walkout. Was war das für Lichter, Digga? Pacheco? Pacheco, Gesundheit. Schau, wie viele Spieler ich mittlerweile schon doppelt habe. Trauriges Leben. Ich habe noch 6.900 FIFA-Packs. So, das war jetzt... haben wir schon noch ein bisschen was vor uns. Ja, auf jeden Fall. Hast du die fetten Packs schon aufgemacht? Nee, ne? Nee, das waren jetzt die kleinsten. Die kleinsten sind durch, jetzt kommen die besseren. So. Das Geile ist, egal wie viel Cash jemand hat, diese Packs kann man wirklich nur begrenzt ziehen, weißt du? Also egal wie viel jemand reinsteckt auf dem Account, es geht einfach nicht öfter. Deswegen, Deron... Ja. Ein Walkout muss schon sein, Digga. Ein Walkout muss sein, Digga. Das sehe ich aber auch mal ganz genau so. Hier, Leute, im Stream habe ich neulich meine ganze Transferliste discarded, weil ich alle hier runtergeschoben habe. Aber ist auch krass, dass das geht. Du hast wieder einen drüber. Ja, warte. Aber ist schon krass, dass das geht irgendwie, finde ich. So, okay. Wesley. Geiles Pack. Oh, Stindl ist eine 80er-Karte. Krass. Ich war bei Lars Stindls Abschiedsspiel bei 96 im Stadion. Krass, wa? Interessante Story. So, alles weg. Anton, was soll ich das nächste Pack? Wie soll ich das aufmachen? Mach ein mit einem Dart-Pfeil. Stell dir vor, du würdest so lange werfen, bis du einmal X triffst mit dem Dart. Mit der Spitze oder mit dem Flight? Mit der Spitze. Okay. Wie ein Chirurg, Digga, hast du das gemacht jetzt? Natürlich. Chirurgie-Pack.
So, come on jetzt. Gib mal was Gutes. Ah, sieht langsam aus. Walkout. Oh, Walkout, Walkout. Oh, come on. Komm. Frankreich. Frankreich. Schirmer. Griezmann nochmal. Nein. Benzema. Benzema. Okay. Oh. Wow, gut, Digga. Ja, okay. Was ist der Wert? 50k oder so? Okay, Benzema. Mehr. Mal hin. Boah, ich dachte, jetzt... Pogba wäre krass gewesen. Ja, ist der mehr wert als Griezmann? Pogba? Ja. Keine Ahnung. Griezmann ist schon brutal viel wert, Digga. Was hat denn der gekostet, Griezmann? Oh, und Lemar, Digga. Das ist ein richtig gutes Pack. Oh, das ist ein stabiles Pack. Ich habe doch Griezmann gezogen, Digga. Ja, ja, was? 350k oder so. Ach so, so viel? Okay, krass. Ja. Du hast gar nicht geguckt, wie viel Benzema wert ist. Ja, warte, ich gucke am PC. 20k. Na gut, ja, immerhin. Okay. Und Lemar? Wahrscheinlich auch so in dem Bereich. Ah, 4,5. Okay, wahrscheinlich insgesamt so um die 30k das Pack. Weiter geht's. Ah, hätte ich wieder mit dem Dart-File eigentlich machen müssen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Aber Walkout hat natürlich gut geschmeckt. Walkout macht echt Spaß. Na, kein Walkout. Digga, jetzt so eine Aua. Icon wäre richtig geil. Typ ist einfach Aua. Was machst du, wenn du Icon ziehst? Dann raste ich komplett aus. So, okay. Ich mach nochmal mit dem Dart-File. Das hat eben zu krass funktioniert. Wir haben jetzt hiervon noch 6, hiervon noch 5 und dann habe ich immer noch FIFA-Points übrig. Also wir haben auf jeden Fall noch massig was vor uns. So, mit dem Dart-File, Freunde, das Chirurgie-Pack 2.0. Beim ersten war es ein Walkout. Gucken, wie es diesmal ist. Fuensalida. 90 Pace immerhin. Caballero, den gibt's auch noch, guck mal. Ja. Das ist auch Road to Shore, mit dem ich eine Fußball-Challenge gemacht habe. Oh, das lädt lange, das lädt sehr lange. Das muss. Ist das ein Zeichen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur Connection-abhängig. Oh, wie das gefunkt hat, Digga, hast du gesehen? Geht schon, geht nicht durch. Nee, geht nicht. Petanga, ich trage auch gern Tanga, Freunde. Aber nicht zu verraten. Okay. Okay, wir machen jetzt ein Pack, das du quasi ziehst. Und zwar, du sagst jetzt. Und genau dann drücke ich. Okay, Trommelwirbel steigt. Jetzt. Ich hab so schnell gedrückt. Okay. Ja, genau in der Sekunde, Digga. Der Spieler gehört dir, wenn er gut ist. Spaß. Ah, nicht mal seltene Spieler, Digga. Kein schwarzer Rahmen. Das ist das schlechteste Pack von allen bis jetzt. Also. Danke, Arthur. Ich sag dir wieder was, Digga. Na. Okay. Gut, da müssen wir drauf aufbauen, Kappa. Müssen wir eigentlich gar nicht. Kann so. Ja nur besser werden. Ja, es kann wirklich nur besser werden. So, komm, jetzt gib mal ein Fett. Oh, es lädt aber lange. Ich sag's dir, Digga. Scoops zieht den Messi, Digga. Digga, alle würden denken, das ist Pfote. Alle würden so denken, das Video ist fake. Ich spüre das. Seine Pfote ist eine Glückspfote. Augenbrauen-Pack, versuche ich, Digga. Oh, hat so geklappt, das hat richtig wehgetan. Okay, komm. Augenbrauen-Pack. Ah. Da will keiner durch gerade. Frechheit. Nicht mal Wände, Digga, gell? Nicht mal Wände, Digga. Ja, Wände ist doch durchgehend, oder? Ja, also, ja. Okay, das ist aber das letzte von denen, dann kommen die absolut besten Packs. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass da jetzt was Schmackhaftes drin ist. Aber da haben wir leider wieder nur einen Rare-Spieler. Hulk. Na, immerhin Legende quasi schon. Der war früher so echt mal ganz gut was wert. Ja, aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ach, wir haben sogar noch zwei Sachen. Wir haben nochmal 10 Jumbo Premium Gold Pack und dann haben wir nochmal 5 von denen. Okay, nice. Echt? Die hier sind wichtiger. Wir müssen mit denen eigentlich anfangen. Ganz fetten Dinger, oder was? Die ganz fetten Dinger. Wir müssen mit denen anfangen. Das ist, glaub mir, Digga. Wir müssen mit denen anfangen. Das ist viel wichtiger. Ich glaub, geht durch, oder? Nee, da geht gar nichts mehr durch gerade. Samatta. Samatta. Sarmata! Übrigens, Hashtag keine Werbung an der Stelle. So. Nice. Denkst du, wie viel Pace hättest du auf einer FIFA-Karte? Ja, schon mehr als 39, Digga. Meinst du echt? Nein, das ist ja alles unlogisch. Ich glaube, es gibt keinen Profi, der nicht Minimum 25 km/h rennt, oder? Digga, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ronaldo rennt so 34 und Mbappé. Jetzt, wo du gerade Ronaldo sagst, Digga, gucken wir doch mal, was in diesem Pack sich verbirgt. Suarez gezogen, Digga. Einfach Suarez. Ja. Bestes Pack. Wie kurz die Namen sind. Zio, Rice. Komm, gib mir jetzt mal ein gutes. Gönn mir doch mal ein gutes Pack jetzt. Einfach mal so auf ganz korrekter Basis. Ja, Walkout, oder? Nee, geht aber durch. Okay, geht durch. Deutschland. ZM, Bayern sowieso? Ne, Man City, Gündogan. Gündogan. Ja, okay. Da kennt er sich schon aus, der Marcelo. Ja, den könnte ich sogar spielen in meinem Team. Der würde in mein Team passen, könnte dann Dele Alli ersetzen. Wobei das wahrscheinlich sich nicht so lohnt. Was denkst du, was könnte der Wert sein? 8, 7,5, 6. 7, ja. Bester Spieler bis jetzt. Komm, jetzt mal ein. Jetzt gib mal ein fettes Ding, einen fetten Dinosaurier. Gib mal einen fetten Dinosaurier. Icon, komm, Icon.
Nee, Digga, wenn ich eine Icon ziehe. Guck mal, wie unfair wäre es, wenn ich jetzt eine Icon ziehe. Warum unfair? Naja, Digga. Nick hat den zweiten Pack Ori gezogen, Digga. Wer? Nick. Echt jetzt? Ich Fußball Challenge gemacht habe. Zweites Pack Ori. Ist halt direkt ausgesorgt. Apropos ausgesorgt. Komm jetzt, gib mir ein geiles Pack, Mann. Es kann ja wohl nicht so schwer sein. Einfach gib mal zu gönnen. Icon. Ah, das sieht nicht nach Icon aus, du. Das sieht eher aus wie, oh, Sergio Roberto. Ey, die Karte ist gar nicht so schlecht. Ich wette, der ist ein bisschen was wert. Ist ein guter 82er auf jeden Fall. Komm, jetzt gönn mal ein fettes Pack, Digga. Mann. Unlucky. Mascherano. Sogar er hat noch 66 Tempo, Mann. Ist echt krass. Da ist irgendwie echt nur Bullshit drin, ne, in diesem Spielerpack. Ja, Digga, bisher ist Katastrophe. Oh ja, ist langsam. Walkout. Walkout! Walkout. Ja, komm! Komm on, Frankreich schon wieder. Frankreich! ZTM. Kanté, Digga, der oh ist gut. Oh mein Gott, Digga. Super Spieler, Boom. Digga. Oh Kanté mein Gott, das ist zu gut, krass. Digga. Das ist zu krass sogar, Digga. Guck, was der passt wert perfekt ist in dein Team. Ich würde ihn sofort austauschen mit Dani Elli, weil dein Team ist eh zu offensiv. Kanté safe über 100k, Digga, wenn nicht sogar mehr. 326k, Digga. Oh mein Gott. Digga, ja, das ist der beste ZTM, den ziehen kannst eigentlich. Oh mein Gott, Digga, die Karte ist so schmackhaft. Oh mein Gott. Das schmeckt richtig heftig. Alter, dieses Jahr läuft mit den Packs. Es geht gar nicht viel besser, Bro. Welcher Spieler ist denn noch mehr wert, so legit? Ja, ist echt so. Die Torhüter sind nicht so viel wert, die 90er Ratings. Da ja, musst du schon Neymar, so Mbappé oder halt Ronaldo so ziehen, ne? Alter, das war wirklich ein leckerer Walkout. Das war ein todesschmackhafter Walkout. Ohne Spaß jetzt, Alter. Noch einer direkt hinterher? Ah. Nee, aber das leuchtet aber schon ziemlich. Könnte Inform sein. Ich glaube, das ist Inform. Nee, nee. Doch, ja, siehst du? Ja. Wenn das so richtig golden Ding ist. Vlasic. Ja, die Karte ist gar nicht so schlecht, aber. Würde ich nicht abschließen, das ist für SPCs. Gibt's welche, wo man Informs braucht? Ja, mit Sicherheit. Oh, zwei Informs in einem Pack? Digga, warte mal, das ist ja zu krass. Digga. Du hast schon drei Informs und zwei Walkouts, Digga. Das ist schon. Also für das Geld lohnt sich das schon gelohnt. Digga, zwei Informs in einem Pack? LOL. Also jetzt bin ich schon glücklich. Für das Geld bin ich absolut. Ich weiß genau, was darum, warum du das Geräusch gemacht hast. Da reicht's nicht mehr für die vier Packs, Digga. Hab ich schon gedacht. Okay, geht wieder durch. Frankreich. ZOM. Betis Sevilla. Ist es überhaupt Betis Sevilla? Fake hier. Ist gut, Digga. Der wird bestimmt 10k kosten. Denke ich mal. Also der ist in echt auf jeden Fall super. Digga, was für ein Pack-Opening das ist für das Geld, ne? Das ist wirklich schmackhaft. Ich glaube, aktuell so 1 Million Münzen musst du ungefähr mit 1000 Euro rechnen, oder? Ey, wenn der geht durch sogar in dem Free-Pack, Anton. Tschüss. Paris sogar. Nicht Choupo-Moting, was laber ich? Gouillet. Der ist bestimmt auch nicht nur Discard-Preis wert. So, ich habe noch 5 davon, also brauche ich 1500. Schau, wenn du jetzt Kanté verkaufst, hast du über 500.000 Coins. Wenn ich alles verkaufe, habe ich 1 Million sogar. So, nächstes Pack, Freunde. Jetzt bringen wir so ein bisschen Glück, man. Bis jetzt läuft es ja gar nicht. So frech, Digga. 2 Informs in einem Pack war auch noch dabei, Anton. Einfach so. Der ist auch gut für einen 82er hier. Guck mal, Digga, hat alle Werte über 70. Ah. Hat alle Werte über 75 sogar. Ja, dieses Pack-Opening bringt, hat schon jetzt. Digga, ich will nicht wissen, wie viele Münzen dieses Pack-Opening gebracht hat. Also, safe 500.000. Ist schon brutal, dieses Pack-Opening. Und deswegen haben wir jetzt noch mehr Glück und ziehen einfach so out of nowhere. I can't go. Boah, geht sogar durch. Italia. ZM. Ach, sogar noch einen von Chelsea. Jorginho. Grüße an Giorgio an der Stelle. Wir haben auf jeden Fall, kann man echt nichts sagen, Digga. Ich könnte mein ganzes Team wahrscheinlich umbauen. Na gut, den werde ich jetzt nicht spielen, aber. Nächstes von den guten Packs ist am Start. Da kommt so mehr Feuerwerk, ne, bei Schlitz. Ja, da geht. Ne, wobei, ich glaube, daran siehst du es nicht. Ich glaube, Schlitz erkennt man einfach nur daran, dass es auch ein bisschen langsamer die Animation ist. Nee, und auch an der Farbe. So, Leute, bevor wir das letzte Set aufmachen, will ich euch nochmal kurz zeigen, was wir alles gezogen haben. Es ist einfach zu krass. Vlasic, Thuram, Benzema. Und Kanté ist im Verein. Und Kanté ist noch im Verein. Also, es ist wirklich nice. So, okay. Come on. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen. Nee, geht leider nicht durch. War auf jeden Fall ein nice Pack-Opening, Freunde. Checkt auf jeden Fall Antons Kanal ab, links in der Videobeschreibung. Wir haben echt wirklich schöne Momente heute gehabt. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.